Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Messy Christmas. Tomb Raider Messy Christmas, um genauer zu sein. Im letzten Part sind wir noch am Schluss durch diese Tür gegangen und sind jämmerlich gestorben. Also, warum auch immer, dass da so kalt ist. Ich hoffe, wir können später noch wärmer machen. Ansonsten muss ich mich echt mit 1000 Medipacks heilen. Aber ich versuche erstmal was anderes. Also vielleicht muss man da sogar Energie lassen, aber es wäre ja schon so ein bisschen arschig. Obwohl, wie wir ja bereits aus Dingens kennen, hier, wie hieß das denn jetzt nochmal? Himalayan Mysteries. Kann ein Spiel durchaus arschig sein. Roofkey, genau. Ne, da war ja auch mit eisiges Wasser und immer Energieverlust und bla bla bla. Oh, gehen wir auf den Speicher. Der ja auch nicht unbedingt immer mein Lieblingsort war in Tomb Raider Spielen. Warum weiß ich gar nicht genau. Ich habe den einfach nie so besonders gemocht. Okay. Wem gehören diese Klamotten? Die sehen nicht nach dir aus. Und was ist das für ein großer BH? Ich meine, Lara, wir wissen alle, du hast große Brüste, aber so groß? Das ist ja irgendwie Doppel-D, keine Ahnung. Ich meine, zeig mal. Zeig mal. Also so groß sind die Brüste jetzt hier irgendwie nicht, als dass sie so einen BH bräuchten. Das kann mir keiner erzählen. Und was ist das hier für eine komische Spielzeugkiste? Ghostbusters? Hilfe, ich mach grad nichts. Lara! Sie hat sich da gerade festgepackt und immer im Kreis gedreht. Warum? Ich bin doch kein Geist, der sich drehen muss, bis er dann zerstört wird. Aber okay, hier wäre eine Geistermaschine. Scheinbar. Lara, ich wusste gar nicht, dass du bei den Ghostbusters warst. Oder war das ein, wahrscheinlich so hässlich, wie das aussieht, ein Fanartikel einfach nur, den sie sich auf eBay oder so gekauft hat. Also Lara ist großer Fan von den Ghostbusters, wie es scheint. Ghostbusters! Ghostbusters! Und hier liegen Fackeln. Das ist schön. Das freut mich sehr. Da können wir ja Winston gleich auftauen. Das freut mich. Und hier liegen noch ein paar Fackeln. Fackeln, Fackeln. Können wir die Kisten verschieben? Das sieht mir so verdächtig aus, als ob wir die verschieben könnten. Probieren wir es aus. Nein, dich können wir schon mal nicht verschieben. Dich? Auch nicht? Okay, hab mich halt dann halt geirrt. Ist auch okay. Dich? Auch nicht. Was ist mit dir? Nö. Okay, wenigstens keine komischen Kistenrätsel oder so. Gehen wir mal weiter hier. Oder auch nicht. Wir gehen nicht weiter hier durch. Okay, ansonsten ist ja anscheinend echt nichts außer dieser komischen Geistermaschine und einer Fackel. Ja, aber gut. Retten wir Winston. Winston, halte aus, alter Freund. Und Lara hängt am BH fest. Das klingt so komisch. Oh Mann, der BH lässt mich nicht vorbei. Hilfe, ein BH, er hat mich festgehalten. Oh Gott. Ah, wo muss ich eigentlich... Hier hat doch Feuer gebrannt in meinem Zimmer, ne? Ja, ich glaube schon. Ach. Ich bin gerade jetzt schon völlig plimplim. Ich hoffe nur, ich komme an mein Feuer ran. Reicht es, wenn ich mich hier vorstelle? Ja, es reicht natürlich. Lara kann hier ihr Feuerchen anzünden. Aber im kalten Raum wird uns das nicht viel bringen. Ich glaube, da war die Fackel fehl am Platz. Ich glaube, ich habe die Fackel dann nämlich auch mal reingeworfen, um zu testen, ob es dadurch wärmer wird. Aber ich glaube, wir können die Temperatur später echt dann anders einstellen. Und dadurch wird dann alles gut. Ach, in der Sporthalle war ich ja auch noch gar nicht. Fällt mir mal gerade so ein. Stimmt ja, stimmt ja. Dann werden wir das mal gleich tun, nachdem wir Winston vor den Kamin gestellt haben. Aber erst einmal wollen wir ihn ja retten. So, wohin eigentlich mit dem Feuerchen? Ich würde sagen... Ja, hier in die dunkle Ecke, ne? Das ist doch, denke ich mal, hier ganz passend dementsprechend. Haben wir hier auch ein bisschen Licht. Winston, Winston, hier. Hier war Winston. Jetzt flackert das hier alles so komisch. Naja, lieber Winston, ich rette dich. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue... Mann, bist du schwer. Ja, wir schieben unseren Butler durch die Gegend. Wer hätte das gedacht? Und oh, er wollte mir sogar Blumen mitbringen. Weihnachtssterne sind das, glaube ich, ne? So heißen die doch. Und schieben. Auch wenn ich den Estos nicht berühre. Ich halte schon kurz davor an, aber ich schiebe mit meinen telekinetischen Kräften.
Komm schon, Winston! Stirb nicht! Und sei nicht schon tot! Ich flehe dich an, alter Freund! Halte durch! Das war ein zu weit, oder? Nee, hier vorne kann ich doch auch raus, oder? Ach, ich bin schon jetzt verwirrt. Nee, hier kann ich auch raus. Alles gut, okay. Winston! Bitte, furz bald weiter rum, so wie wir es von dir gewohnt sind, aber sei nicht tot. Du darfst alles machen, was du willst. Eine Woche Urlaub, alles, aber stirb nicht. Ich brauche dich, alter Freund. Du bist der Einzige, der für mich ohne Bezahlung arbeitet. Oder so, ich weiß gar nicht, ob der Bezahlung von Lara kriegt, aber würde er wohl. Aber er ist ja auch gleichzeitig wirklich ein Freund der Familie Croft. Ich glaube, er hat sogar schon für Laras Eltern gearbeitet. Von daher... Mann, Winston. Ich frage mich, was passiert, wenn wir Winston nicht vor den Kamin schieben. Ja, dann würde er nicht auftauchen. Klar, dann geht es nicht weiter. Aber es gibt halt... Ich glaube, ich komme darauf später nochmal zurück in einem anderen Part. Weil sonst würde ich spoilern, denke ich mal. Und das will keiner. Gleich geschafft, Winston. Halte durch. Jetzt stehst du gleich richtig. Und jetzt. Ja, das Eis beginnt zu schmelzen. Hurra. Aber das wird wohl eine ganze Weile dauern, so dick wie der eingefroren ist. Und die Tanne steckt halb im Haus. Auch interessant. Okay, Winston, dann tauch hier mal fröhlich weiter vor dich hin, aber wie gesagt, stirb nicht. Was wollten wir? Sporthalle. Genau, wir gehen mal eben in die Sporthalle, nachdem wir unser Aufwärmtraining mit Winston gemacht haben, könnte man sagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Gehen wir mal hier lang. Was ist hier? Ich hoffe, das Labyrinth existiert nicht, dass ich dann hier wieder so schnell sein muss wie in Schoonbilder 2. Ich meine, ich hatte es da zwar geschafft, aber... Ach ja, so sieht die Sporthalle ja jetzt aus. Oh, das ist cool. Ich mag die Trainingshalle, die ist interessant. Okay, Freunde. Part müsste jetzt ungefähr 6 Minuten lang sein, wenn ich mich nicht vertan habe. Kriege ich mal eben hier rein. Ich baue mir eine Höhle. Oh, ich kann hier raufklettern. Ist das vielleicht sogar der Start von alledem? Ich weiß es nicht. Testen wir es mal ruhig. Wenn wir runterfallen, müssen wir sowieso nochmal hier lang. Von daher, wir gucken erstmal, was wir von oben so sehen können. Hier ist noch eine Kletterwand. Hier geht es nochmal um die Ecke und so. Und was ist hier? Ist das eine Schräge? Ja, aber da können wir da hinspringen und von da aus dann dahin, wo die Klappe noch aufgehen muss. Und es wird garantiert nach Zeit gehen. Da hinten liegt auch was. Was ist das? Was bist du? Zeige dich mir. Eine Christbaumkugel? Fragezeichen? Oder eine Flasche? Das könnte eine Flasche sein für Feuerlöschen. Und da ist ein Jumpy. Da oben kann man auch nochmal hangeln. Ach, ich sehe auch schon, was wir hier machen müssen. Ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Scheiße. Ich meine, es ist ja gut, dass ich es gesehen habe, aber ihr ahnt es schon, ne? Rückwärts-Salto-Time. Sehtaste. Es dürfte schon so reichen. Jawoll, ja. Like a boss. Wieder mal. Und da liegt noch was. Okay. Bevor wir hier hangeln, speichern wir nochmal und versuchen mal eben hier reinzukommen. Ah, hat geklappt. Sieht so komisch aus. Was ist das hier? Okay, so ein paar Nüsse. 3 Nüsse für Aschenbrösel. Ganz genau so sah das echt aus. Können wir von hier nicht auch... Ja, klar, können wir auch. Machen wir das doch mal eben zuerst. Hep. Yay, ich brauche nicht mehr die Kriechentaste gedrückt zu halten. Sie macht's alleine. Sehr schön. Nimm. Ist klar, Spiel. Ich glaube, das ist gerade ein Secret gewesen. Kann das sein? Statistiken? Ja, 1 von 6 Secrets. Ey, geh weg. Okay. Sehr interessant.
Das heißt, immer wenn wir Secrets finden, macht es jetzt. Geil. Ah, ja. Ich dreh durch. Ich heb ab. Können wir dich einfach so öffnen eigentlich? Nein, dazu brauchen wir auch einen Schalter. Ich habe gerade auch noch einen zweiten Schalter gesehen. Manch, was blitzt das denn hier auf dem Bildschirm so? Habt ihr es auch kurz gesehen? Ich hoffe, dass ihr es nicht gesehen habt. Denn es sah sehr seltsam aus. Hab. Kriech, Lara, kriech. Nee, ey. Dieses Spiel. Ich sag's euch. Dieses Spiel macht mich fertig. Noch nicht so sehr wie Holy Trinity, aber es ist verdammt nah dran. Oh, du Schreckliche. Ich glaube, es gibt sogar einen Film, der so hieß. Oh, du Schreckliche, anstatt Oh, du Fröhliche. Das würde zu diesem Spiel auch perfekt passen, dieser Titel. Ist einfach so. Hep. Ich habe eben noch einen Jumpy gesehen. Da vorne. Oh je, ich ahne, was ich da tun muss. Oh nein, ich ahne es, ich ahne es, ich ahne es. Nein! Scheiße. Ach nee, jetzt muss ich... Oh, Mach ich es halt so, scheiße. Jetzt muss ich das nochmal machen. Ja, muss ich echt. Naja, so können wir das schöne Geräusch nochmal hören. Was soll's, ne? Ist ja jetzt nicht so viel passiert, aber ich sollte echt öfters speichern. Ein falscher Schritt und so fort, ja. Ich habe zwar genügend Midi-Packs, aber mal ganz ehrlich. Nö, ich verwende die Zuckerstangen jetzt nicht. Weil, warum? Warum sollte ich das tun? So geht's auch. So, dann mach jetzt nochmal dein schönes Niam, 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 Niam. Ich finde das Geräusch einfach nur cool. Das ist niedlich und gleichzeitig einfach nur, wo man sich denkt, okay. Nee, nee, nee. Nee, Kinders, nee. So bleibt Lara wenigstens in Form. Also wenn ich so einen Trainingsraum hätte und so gelenkig wäre zu dem wie sie, weil ansonsten würde ich mit diesem Trainingsraum nichts anfangen können. Makes sense. Jetzt am besten schon speichern. ja, dann ist klar, dass es auch nichts bringt. Falsch, warte nochmal zurück. Ich meine, es ist nicht direkt falsch, ich könnte auch den Jumpy zuerst ziehen, aber ich habe mir jetzt gerade in den Kopf gesetzt, den anderen zuerst zu ziehen. Warum? Fragt mich nicht, ich weiß es selber nicht. Muss ich dafür springen? Natürlich muss ich dafür springen. Dumme Frage. Gelandet. So. Ach nee, ich brauche ja dann trotzdem die Plattform, so komme ich ja noch gar nicht dran. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Dann ziehe ich eben doch den Jumpy zuerst. Vielleicht geht dadurch sogar die Klappe hoch. Das ist ja auch mal öfters so in Spielen. Einen Schalter betätigen, um irgendwas zu machen, damit man an einen anderen Schalter kommt. Das ist ja ganz normal heutzutage. Wie Lara einfach mal mit ihren Händen teilweise in der Decke verschwindet. Wunderschön. So, und bitte verfehle ihn nicht. Danke. Ich wusste es. Ja, danke. Ich weiß ja nicht, ob es auf Zeit geht oder nicht. Ich beeile mich sicherheitshalber mal. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht schon so viel Zeit vergeudet, indem ich die Katzen so gespannt verfolgt habe. Like a boss. Aber richtig like a boss. Also wenn das nicht like a boss war, dann weiß ich es auch nicht. Haha. Ja, komm, zieh dich hoch. Ach ja. Das ist doch schön. Also egal, ob es auf Zeit war oder nicht, man kann es gut schaffen und alle sind glücklich und hier, hier, ho und ja. Ne? So weit, so gut.
Alle, ja. Und Knöpfchen drücken. Die Schwimmhalle. Ja gut, liebe Leute, aber was passiert, wenn wir wirklich diese Schwimmhalle genau betreten? Das seht ihr im nächsten Part, würde ich sagen. Denn die Zeit dürfte wieder so ziemlich gut rum sein. Deswegen, ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß mit dem Part und seid gespannt, was hier passiert. Vor allem diese komischen Hamstergesichter da hinten an der Wand. Die sehen ja auch wieder sehr amüsant aus, auf jeden Fall. Und ja, bis zum nächsten Part, ihr Lieben. Bye, bye.